Es ist wieder soweit, es gibt eine neue Limited Edition in der Drogerie. Ich habe sie hier, wir bringen sie in mein Gesicht und wir schauen, was die neue Mary Crystals Limited Edition von River Loves Me so drauf hat. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gehypt, ich bin gespannt, denn es ist lange, lange her, dass ich eine Limited Edition getestet habe. Ich meine, die letzte, die ich getestet habe, war meine eigene. Das ist natürlich auch schon wieder ein paar Monde her. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Wenn wirklich spannende Produkte hier. Ich sehe hier nämlich schon ein Produkt, was endlich wieder da ist und was viele von euch sehr, sehr freuen wird. Und es gibt etwas, ich glaube, es gab schon mal, wobei ich weiß es nicht, aber das sieht spannend aus. Wie ihr wisst, liebe ich es, Limited Editions zu testen. Ich würde vorschlagen, ich zeige euch erstmal kurz die Dinge, die ich nicht benutzen möchte. Und zwar, weil ich sie euch gebe. Und zwar, wir haben hier einmal ein Pinselset mit vier verschiedenen Pinseln. Zwei für die Base und zwei für die Augen. Ein Blendepinsel, ein Packing Brush, ein Blush und ein Powder Brush. Packaging gefällt mir richtig gut. Ich liebe diese holographischen Folien. Sieht sehr, sehr schön aus. Und ich glaube, das ist schon die erste Weihnachts-LE, beziehungsweise die, die so ein bisschen Richtung Weihnachten geht. Ich weiß nicht, ob noch eine kommt. Ich kann es mir sogar fast noch vorstellen. Nichtsdestotrotz ist die aber schon sehr, 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 sehr schön. Genauso wie die zwei Lashes, die wir hier haben. Wir haben einmal den Style Ego. Sehr, sehr dünn, recht lange Lashes, die so ein bisschen die eigenen verlängern sollen. Und den Style Hype, der deutlich, deutlich intensiver ist. Aber wir sind alle für den Rest da und ich bin sehr, sehr gespannt. Denn es gibt dieses Schätzchen hier. Das ist der Miracle Skin Perfector 3 in 1 Make-up, Concealer und Puder. Ein magisches Mousse passt sich individuell fast jedem Hauttyp an. Die seidig zarte Textur sorgt für einen ebenmäßigen Teint, kaschiert Unebenheiten und mattiert die Haut. Das klingt doch recht spannend. So sieht das einmal aus. Ich liebe das Packaging. Das fühlt sich richtig, richtig schwer an. Kennt ihr die Suku Foundation? Die kommt auch in so einem Glas. Also, wenn du es mir jetzt so geben würdest, blind, wüsste ich nicht, dass das die günstigste Marke in der Drogerie ist. Es ist Glas, fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und wir haben hier drin ein Mousse. Das kommt mir sehr bekannt vor. Sehr, sehr zart. Und ich glaube, das bringen wir einfach mal in mein Gesicht. Ich nehme erstmal ein Foundation Brush, gehe da jetzt einmal rein, habe ein bisschen was drauf. Erfahrungsgemäß mit diesen Mousse-Produkten, da habe ich recht viel Erfahrung mit, ist weniger mehr. Also es geht hier nicht darum, ein Full-Coverage-Make-up hinzukriegen. Erinnert ihr euch noch an diese Essence Foundation? Dieses Dream, oder die Dream Matte Mousse. Das ist nicht dasselbe. Wir arbeiten jetzt einfach mal in einer ganz, ganz dünnen Schicht mit dem Pinsel über die Haut und tragen das Produkt einmal auf. Ich glaube, mit Weiß sieht man alles so ein bisschen besser. Es ist nicht parfümiert. Ihr könnt es sehr gut aufbauen. Wow. Und dann verblende ich das einfach eher so in Stippling-Bewegungen, also in so pressenden Bewegungen, weil das einfach dann das Produkt ein bisschen ebenmäßiger macht. Es funktioniert auch sehr, sehr gut mit einem Finger oder mit einem Schwamm. Ich gehe aber meistens trotzdem immer erst mit einem Pinsel rüber. Und ich glaube, ihr seht es sofort, dass das Ganze sehr schnell, sehr gleichmäßig ist, ohne, und das gefällt mir gerade sehr gut. Sieht zumindest im Spiegel so aus. Ja, krass. Ohne, dass es so ultra matt ist. Das ist halt immer mein Problem. Das ist halt oft das Problem, was ich mit diesen Mousse-Produkten habe, dass sie sehr, sehr matt aussehen im Gesicht und schon fast so ein bisschen pudrig. Das habe ich hier jetzt gar nicht. Es ist sehr, sehr natürlich. Die Deckkraft ist nicht zu hoch, sondern es ist sehr zart. Aber ich glaube, im direkten Vergleich seht ihr, dass es alles ein bisschen natürlicher ist. Nicht so, ich habe so ein paar Rötungen oder so ein paar Pickelmale, alles so ein bisschen unruhig aussieht und hier ist das Ganze einfach ein bisschen angegleicht. Das ist keine Full Coverage Foundation, aber es funktioniert sehr, 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 sehr gut, wenn man einen Hauch haben möchte, gerade wenn es schnell gehen muss, ne? Also das hat mir ja schon bei dem Produkt gefallen, was ich sonst aus dieser Mousse-Reihe gerne benutze. Es geht schnell. Du musst dir da keine Gedanken drüber machen. Du trägst es einfach auf. Du musst es nicht pudern. Du musst es nicht fixieren. Einfach ins Gesicht. Um es als Concealer zu benutzen, ist mir die Deckkraft natürlich ein bisschen zu gering. Deswegen würde ich jetzt punktuell einfach nochmal mit ein bisschen Concealer nacharbeiten. Grundlegend kann man aber sagen, dass es ein gutes Produkt ist, wenn man sich für diese Mousse-Produkte interessiert. Die machen das Ganze einfach recht schnell. Was ich sehr, sehr gerne gemacht habe früher mit anderen Mousse-Produkten, ist, ich habe sie so ein bisschen als Primer benutzt, weil sie natürlich
durch die Silikone, die da mit drin sind, einfach die Haut super schön weich zeichnen und du nicht viel anderes mehr brauchst und die Haut dadurch einfach ganz gleichmäßig aussieht. Ansonsten mag ich das Ganze sehr gerne. Ich fixiere den Spaß einmal. Ja, ich muss sagen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich muss unter den Augen, da ist mein Color Corrector, hat sich damit nicht so gut vertragen. Alright, Base ist drauf, ich fixiere. Wir lassen das Ganze einmal einziehen und wir kommen, da bin ich sehr gespannt drauf, zu diesem Schätzchen. Das ist die Mary Crystals Eyeshadow Palette. Es ist ein bisschen schwierig, euch die jetzt zu zeigen, weil das Licht natürlich recht viel reflektiert. Wenn ihr euch auf die Farben konzentriert, dann glaube ich, kann man das ganz gut erkennen. Wir haben sehr viele verschiedene Farben drin, vor allen Dingen sehr, sehr cool-toned, ne? Also wir haben kühle Brauntöne, wir haben so grün Moos, wir haben spannende Glitzertöne und Schimmertöne. Der hier oben sieht so ein bisschen aus wie der aus meiner Kollektion. Das heißt, falls ihr den damals nicht bekommen habt, aber trotzdem den Effekt haben wollt, ist das natürlich hier auch schon mal eine gute Alternative dazu. Wir haben viele verschiedene Glitzertöne, ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr intensiv. Das sieht toll aus. Ich möchte mich heute aber wirklich auf die matten Töne konzentrieren. Die trage ich eigentlich am liebsten, vor allen Dingen im Alltag. Und dafür starte ich als erstes mit diesem Ton hier. Das ist eine perfekte Transition Shade. Gib mir die erstmal in die Lidfalte, einfach um schon mal so ein bisschen das Lid zu fixieren. Durch das Fixing Spray ist natürlich jetzt alles recht weich noch. Und damit die dunklen Farben nicht fleckig werden, kann ich damit sehr gut schon mal vorarbeiten. Ist direkt da. Ich bin ja im Moment so eine graue Maus, ne? Mag diese natürlichen Farben sehr gerne, diese romantischen Rosé. Nicht pastellig, ich mag keine Pastellfarben. Ich mag aber Farben, die so einen leichten weißlichen Unterton haben, weil sie einfach bei vielen Augenfarben gut aussieht. So ein bisschen Farbe ist immer gut. Ich mag den Pinsel gerade nicht. Farbe lässt sich sehr, sehr schön auftragen. Wir gehen ein bisschen dunkler. Ich will ungern die blauen, irgendwie die blauen Farben gerade. Das ist schon eine schöne Farbe, ne? Das schimmernde Grün. Also du hast auf, krass. Du hast auf jeden Fall eine Vielzahl an Farben, die du benutzen kannst, wenn du keinen warmen Look haben möchtest. Mich ziehen aber gerade die kühlen Farben einfach an. Ich weiß nicht warum. Ich gehe jetzt hier in den Ton rein und gehe damit schon mal in die Lidfalte, auch nur zart erstmal, um den Schatten so ein bisschen zu erzeugen. Und das ist eigentlich die Farbe, die ich als Transition Shade haben möchte. Ich habe die Farbe vorher nur benutzt, um was zum Reinblenden zu haben. Mir würde es fast schon reichen, wenn ich jetzt mit dem Schimmerton hier vielleicht arbeiten würde. Einfach aufs bewegliche Lid würde schon reichen. Aber nein, ich nehme mir aus meinem Pinselset den Packing Brush und gehe jetzt hier rein. Das ist ein richtig dunkler Ton, klopft gut ab und setze mir den aufs komplette Lid. An die Lashline, der ist sehr, sehr weich, sehr cremig schon fast. Ich glaube, auch hier dürfen wir wieder nicht vergessen, wie teuer die Lidschatten sind, ne? Ich finde auch gerade, wenn man vielleicht ein Schlupflid hat oder einfach nicht so viel Lidspace hat, da ist es natürlich schwierig und einfach auch ja schon fast frustrierend, eine Cut Crease zu ziehen. Und wenn du dir das einfach so wie ich jetzt hier ein bisschen aufs Auge gibst, dann hast du ja schon mal eine schöne Grundlage und kannst einfach so arbeiten. Hier ist noch ein Schimmerton drin, der dem sehr nahe kommt. Einmal so ein brauner. Zum Swatchen sind die Fännchen ein bisschen schwierig. So ein bisschen braun schimmernd, auch sehr schön. Oder, und die finde ich fast noch passender zu dem Look, ist diese hier. Die hat so einen leichten Auberginenton mit drin. Den gebe ich da jetzt mal noch kurz mit drauf. Oh ja. Die ist vom Unterton wieder genau gleich, hat nur ein bisschen Schimmer mit drin. Ein bisschen Fallout. Sehr, 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 sehr schön. Gib mir die Farbe noch in meinen unteren Wimpernkranz. Ich muss sagen, das ist ein wunderschöner Look, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass ich den aus dieser Palette rauskriege, ne? Weil die meisten Farben hier drin ja schon sehr blau und grün schreien. Das ist halt ein klassischer Alltagslook. Ich nehme jetzt erstmal hier den Ton für den Inner Corner. Ein bisschen unter die Augenbraue. Denn wir haben etwas, worauf sich viele sicherlich freuen werden, dass es endlich wieder da ist. Ich muss mal gucken, ob ich gleich einen Farbvergleich finde. Wir haben ihn wieder, den Bouncy Highlighter. Ein großartiges Produkt, um ihn einfach auf den Augen zu tragen. Also wenn du aussehen möchtest, als hätte dich eine Fee beworfen mit Schimmer und Glow und Glitzer, Bouncy Highlighter. Packaging wieder in diesem glitzerigen Look. Und hier ist einmal das Produkt drin. Und ich weiß nicht, ob es diesmal anders aussieht als sonst. Von vorne ist es ganz spannend. Von vorne sieht Silber aus. Sobald ich es drehe, seht ihr diesen Rosy Touch. Der ist ultra, ultra weich und extrem nass. Also das ist wie
flüssiges Metall, grob glitzerig natürlich, aber unglaublich schön. Und ich finde den entweder so ganz leicht nur raufgetupft, und zwar komplett, also nicht nur aufs bewegliche Lid, sondern komplett, dass du gar nicht so viel Deckkraft hast, sondern nur diesen Glitzer mit rausnimmst. Sehr, sehr schön. Wenn, also ich male halt gerne in Bildern, ne? Weihnachten, du sitzt mit deiner Familie oder mit wem auch immer vor Kerzenlicht, es ist dunkel, es ist nicht hell, und dann reflektiert ab und zu so ein kleines Glitzerpartikelchen auf deinen Augen und du siehst aus wie Beyoncé. Ja, wenn du aussehen möchtest, als wäre ein bisschen Metall über deiner Wange, jüdüjü. Aber das ist schon viel. Also das ist wirklich viel. Ich persönlich mag sie einfach gerne als Lidschatten und vor allen Dingen ohne was drunter. Also ohne einen farbigen Lidschatten drunter, weil es dann sehr, sehr verführerisch aussieht und ultra luxuriös. Aber ich denke halt, wie gesagt, in diesen Bildern, in diesen romantischen Bildern, es ist Kerzenlicht, du sitzt mit deinem Mäuschen zusammen und ab und zu funkelt einfach so ein kleines Glitzerpartikel in deinen Haaren, in deinem Gesicht, auf deinen Augen. Ich persönlich, wie gesagt, trage sie liebend gerne ohne was darunter, weil es einfach super natürlich ist. Schöne Mascara. Good to go. Wir haben noch was anderes für die Lippen. Eins meiner liebsten Packagings von Rivala's Me sind diese geometrischen, na, wie heißt es? Kappen. Ein Glam Gloss für den ultimativen Glitzerlook. Ich trage ihn jetzt einmal erst so auf. Er riecht sehr gut. Oh wow. Sieht schon fast nass aus auf den Lippen, ne? Oder du nimmst einfach einen Lip Liner. Rüber. Ein bisschen Blush. Ah, das ist komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber mir gefällt es besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich liebe diesen cool-toned lila Look. Ist natürlich jetzt sehr viel Glitzer. Ich wollte euch einfach so viel wie möglich zeigen. Ich glaube, ihr habt die Produkte gut erkennen können. Ich bin sehr gespannt, welches euer liebstes Produkt ist. Und ich werde jetzt gleich ein TikTok zu diesem Video drehen, weil ich es nicht mehr aushalte, immer noch unter dem anderen Video Kommentare zu kriegen. Wo kriege ich den? Jetzt ist er wieder da, ihr süßen Mäuse. Ich bin sehr gespannt, wie euch die Kollektion gefällt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!